Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Video. Heute gibt es eine gediegene, beziehungsweise zwei gediegene Runden Solo für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Leute, und vielen, vielen Dank für den ganzen Support bei den letzten Videos, bei den Fortnite-Videos, dass sie so gut bei euch ankommen. Echt richtig krass einfach, und let's go, wir sehen uns in-game. Oh ja, hier landen einige bei Fatal Fields. Gut, hoffentlich ist hier direkt eine Kiste oben drin. Bitte, bitte, bitte. Ich sehe nichts. Okay. Verdammt. Einer ist, glaube ich, noch über mir. Ist hier eine Waffe? Oh Gott. Er hat eine Waffe. Er hatte eine Waffe. Eine Pistole direkt neben mir. Und er ist hochgelaufen. Okay, aber er ist nicht hinter mir wenigstens. Schauen wir mal. Vielleicht ist ja unten noch irgendwas. Hier ist ein Schlurfi. Können wir uns auch mal auf Entspannungsbasis gönnen, Leute. Apfelsaft Easter. Der Typ war auf jeden Fall... Ja. Der Typ war auf jeden Fall oben und hat uns fast geholt. Lauf, Anton. Okay. Unsere Chance sind nur die Silos. Nein, da ist auch noch ein Gegner neben uns. Oh, fuck. Hier ist eine Kiste drin. Ich werde es nicht schaffen. Nein. Das haben wir gerade nicht überlebt, oder? Da ist sogar noch ein Medikit gedroppt für uns. Direkt einsetzen. Holy shit, Leute, als ob wir das überlebt haben. Nein. Granate auf uns. Er wirft sie auf uns. Er ist oben. Er war doch da oben auf dem Dach. Er war da safe auf dem Dach. Aber er piekt jetzt nicht. Okay, wir laufen mal ganz kurz weg. Und bringen uns in eine bessere Position. Doch, da ist er doch oben. Oh. Nein. Spring doch nicht so, du Frechfratz, Mann. Ich hasse es immer, wenn die hinter solchen Zäunen sind, Leute. Diese Zäune machen irgendwie die Zielhilfe weg, kommt mir so vor. Es ist so schwierig, dann einen zu hitten. Würde er sich reviven? Jetzt kommen wir pushen ihn, Alter. Was ist los hier? Ohne Mist. Sobald man irgendwie durch Holz schießen muss... Geh mir nicht auf die Eier, Digga. Ich hole ihn gleich aus Prinzip mit der Revolver, ne? Der fuckt echt ab, Mann. Boah, Junge. Was ist das hier für ein Anfang ohne Mist, Leute? Shit. Richtig intens direkt. Für mich nicht so gut, aber für euch gut. Dann habt ihr wenigstens Spannung. Schade, dass ich den Revolverschuss nicht getroffen habe. Das wäre eigentlich so eine geschmackhafte Demütigung für ihn gewesen. Egal. Nein. Digga, kann ich hier mal bitte ganz kurz... Oh mein Gott! Nein. Hat er Verbände? Hat er sogar. Nein. Nein. Als ob ich das jetzt wieder überlebt habe. Die Zone kommt. Wir können uns aber erstmal entspannt Zeit lassen. Ich brauche unbedingt eine andere AR. Diese Burste AR. Mit der ist alles hier viel zu knapp in den Gunfights. Aber das war jetzt gerade eben wieder die gleiche Situation, ne? Diese Frau da... Die hat sich dahinter diesen Zaun da versteckt und es kam einfach wieder so vor, als ob ich keine Zielhilfe hätte, ohne Mist.
Okay, wir gönnen uns hier noch die Wandfalle. Ich glaube, hier wurde auch noch nicht alles gelootet. Kann das sein? Na, hier höre ich keine Kiste. Okay, Leute, ich habe aber auf jeden Fall noch Schüsse gehört. Hier werden irgendwo noch ein paar Gegner sein. Vielleicht bei der langen Scheune oder so. Vielleicht noch in der roten Scheune kann natürlich auch noch was rumliegen irgendwo. Boah, Leute, allein hier wegen den Anfangsszenen will ich unbedingt dieses Game jetzt gewinnen, ne? Das wäre einfach zu dope. Hier ist noch eine Burster Air, aber von der haben wir jetzt echt genug. Nehmen wir die trotzdem mal mit, damit wir wieder genug Ammo haben. Okay, aber sonst sehe ich hier jetzt niemanden mehr. Ich schaue noch ganz kurz, ob hier was ist. Wurde hier alles gelootet? Okay, hier liegt normalerweise immer was rum. Da oben ist die Kiste offen gewesen. Okay. Da ist auch das Dach kaputt gemacht worden. Okay, ein paar Gegner waren hier schon. Holz wurde hier aber noch liegen gelassen. Ich darf jetzt auch nicht zu hart auf offener Fläche rumlaufen, weil ich habe das Gefühl, hier sind auf jeden Fall noch ein paar in der Nähe. Wir haben auch leider nicht so viel Leben. Wir können jetzt nicht so confident in alles rein challengen. Da ist einer. Weg mit dir. So, so mag ich das doch. Auf die Range, Digga, ist es perfekt. Keine Gegenstände im Weg in der Schusslinie. Und dann kannst du die auch easy droppen mit 100er Prezi. Oh, da hat er einen schönen Raketwerfer gedroppt für uns. Granatwerfer, meine ich. So, den gönnen wir uns mal ganz schnell. Zack. Verbände brauchen wir eigentlich auch. Droppen wir mal die Zielfernrohr AR. Ich mag die nicht, Leute. Wir sind hier in der Zone. Alles ist nachgeladen. Ich schaue noch kurz. Nicht, dass einer gleich von hinten kommt. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwo einer in dieser Schlucht noch campt, ne? Habe ich auch schon mehrmals jetzt erlebt. Okay, ich höre einen Lootballon, aber der war so weit weg. Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er denn? Der war so auf N-Richtung. Aber man sieht ihn nicht. Hm. Okay, Leute. Ich glaube, hier sollte jetzt kein anderer Gegner mehr sein. Wir warten trotzdem noch ganz kurz. Boah, ich dachte schon, ne, dass er da im Busch ist. Der ist da nicht drin, oder? Nein, nein, nein. Hier hat jemand eine kleine Treppe gebaut. Okay, aber das ist alles ziemlich ungefährlich. Boah, wir müssen echt gut weit laufen Richtung Zone. Hier hat jemand sogar die Tür geöffnet. Ich habe auch Schüsse gehört von vorne links. Was lag da Blaues? Ist das ein Trank? Das müssen wir unbedingt abchecken. Einen Trank könnten wir sehr gut gebrauchen. Ich glaube, das ist aber kein Trank. Eine blaue AR vielleicht? Ach, das ist unsere Zielfernrohr-AR. Oder ist es unsere? Ach, ist ja auch egal. Kann auch eine andere gewesen sein. Wir haben auch eine blaue Shotgun. Die ist auch nachgeladen. Okay, jede Waffe ist nachgeladen. Sehr schön. Hier wurde auch schon gelootet. Ah, wir brauchen unbedingt eine bessere Waffe noch. So eine gediegene lila Ska. Wäre natürlich sehr, sehr schmackhaft. So, ich weiß nicht, sollen wir noch kurz einen Abstecher machen bei Salty Springs? So, für 30 Sekunden können wir da schon noch ganz kurz chillen, bevor wir dann Richtung Zone laufen. Mein Handy vibriert schon wieder so. Huch. Und weiter geht's. Jawohl! Direkt getroffen, Leute! Let's go! Komm, wir looten ihn direkt. Oh, ich wollte eigentlich ihm nur ein bisschen... Wo ist er? Sehe nicht.
Er kommt. Wo ist der Typ? Hä? Die Zone kommt. Ist da weitergelaufen oder was? Okay, wir müssen auf jeden Fall weiterlaufen. Boah, das wird so ein weiter Weg. Scheiße, Leute. Der Typ hat uns so viel Zeit geraubt. Ich wollte eigentlich nur einen ganz kurzen Zwischenstopp machen bei Salty. Und dann sind wir hier fast gestorben. Shit, ey. Er ist hinter uns, er ist hinter uns. Wir haben keine Zeit dafür, Mann. Weg mit dir. Schaffen wir das von der Zeit? Oh mein Gott, das wird knapp. Das wird ein knapper Hase. Wir haben leider keinen... Oh, ich glaube, ich weiß nicht. Wir müssten das eigentlich schaffen. 7 Stück habe ich. 7 Verbände. Okay, jetzt loslaufen, Anton. Lauf um dein Leben. Verdammt, Mann, wir haben hier so ein paar... Nein! Nein! Was ein belastender Hase, ne? Oh mein Gott, Leute, war das belastend, dass wir quasi durch den Sturzschaden gestorben sind. Ich weiß nicht, ob ich es noch gepackt hätte, in die Zone zu laufen. Aber der Sturzschaden hat einfach endgültig alle Hoffnungen begraben. Egal, Leute, waren aber richtig kranke Szenen dabei, was wir alles überlebt haben. Holy shit. Und jetzt zocken wir direkt die nächste Runde da hinten im Armageddon-Haus. Landen auf jeden Fall schon mal 2 Gegner. Ich hoffe einfach mal, dass hier im Silo eine Kiste ist. Aber ich höre hier nichts. Ah doch, tatsächlich. Nice. Haben wir hier schon mal einen Trank. Den gönnen wir uns auch mal direkt auf Entspannungsbasis. Oh, da ist auch noch einer gelandet hier in dieser kleinen Scheune. Den könnten wir eigentlich direkt pushen, bevor wir uns um noch einen kümmern. Hier ist noch ein Revolver. Okay, Leute, wir pushen mal ganz kurz den Typen auf 150. Und danach machen wir direkt einen Turn-on und holen die anderen hier bei Anarchie. Das ist jetzt erstmal der Plan. Okay, hier in dem Haus ist auf jeden Fall ein Gegner. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ja, der schlägt auch noch was. Hier könnte auch normalerweise eine Kiste sein. Okay, er hat, glaube ich, auch eine Waffe. Ich habe seine Waffe gehört. Er ist da in der Ecke, oder nicht? Ach! Überraschung, mein Freund. Jawohl, er hat zum Glück den Trank noch nicht getrunken. Sehr schön. Haben wir dann direkt mal 200 Leben. Wir nehmen noch die Pistole mit, statt den Revolver. Okay, und jetzt, Leute, machen wir einen Turn-on. Und laufen direkt wieder zur Anarchie. Da werden auch noch ein paar Gegner sein. Ganz hinten dem Haus. Da sind auf jeden Fall 2 Stück gelandet. Wir müssen jetzt sofort achtsam sein. Es könnte natürlich auch hier irgendwo einer sein. Weil hier ist das Dach nämlich kaputt. Dann ist er hier wohl reingesteppt. Von wo? Da ist noch einer. Okay. Einen haben wir. Wo ist der andere Typ? Der schießt doch hier. Da ist noch einer. Jawohl. Haben wir hier schön die ganzen Kills abgesneakt. Die waren alle weak. Nehmen wir hier schnell noch eine grüne Pumpgun mit. Blaue AR haben wir auch am Start. Perfekt, Digga. Und wir haben keinen Damage bekommen. Hier müssten noch Verbände sein, genau. Okay, mein Handy vibriert schon wieder, Mann. Ich habe es gerade eben neben mich gelegt und es fängt schon wieder an zu vibrieren. Puh. Okay. Wie viele Kills haben wir? Oh, 3 Stück schon. Fresh. Da war sogar noch einer, aber den haben wir leider nicht mehr bekommen. Da ist der andere Gegner uns zuvor gekommen. Ich würde mal ganz gerne hier noch dieses Haus hier abchecken und vielleicht ist hier oben ja noch eine Kiste, aber hier war auch schon jemand, das heißt, hier wurde schon gelootet. Ja, nee, hier ist nichts. Doch, hier war eine Kiste, aber die wurde schon geöffnet. Oh, ich höre was. Ist er über uns? Der Typ ist doch über uns.
sei Dank ist die Waffe so stark, diese Shotgun, ne? Aber er hat uns trotzdem 93er Damage gegeben. Nicht schlecht. Hier haben wir noch eine grüne AR und noch eine Repetiersniper. Let's go. Okay, schade, Digga, dass die ganze blaue Anzeige von uns jetzt fast komplett weg ist. 7 Punkte haben wir da noch übrig. Und sonst haben wir natürlich noch den ganzen grünen Balken voll. Hier unter mir ist eine Kiste. Komm bitte was Geiles. Ach, kein Trank leider. Okay, davon kann ich eigentlich jetzt nichts damit anfangen. Ja, ich könnte natürlich Granaten mitnehmen statt zwei ARs. Ja, komm, nehmen wir mal Granaten mit. Oder die Burster AR hätte ich auch mitnehmen können. Hm, was macht mehr Sinn, Granaten oder Burster AR? Ich tendiere eigentlich mehr zu der Burster AR. Die ist auch echt sehr präzise manchmal auf Range. Da oben liegt noch was. Jetzt ist halt die Frage, ob hier jetzt alle schon down sind bei Anarchie oder ob hier irgendwo noch einer rumtummelt. Wir checken mal ganz kurz lieber das Haus noch einmal ab. Da ist eine Shoddy, hier waren die. Safe Call. Hier ist noch irgendwas. Eine AR, Granaten. Okay, das brauchen wir jetzt alles nicht. Gut, Leute, ich würde sagen, wir haben hier Anarchie ganz gut aufgeräumt. Jetzt können wir weiter steppen. Die Zone kommt ja schließlich auch schon. Okay, da habe ich auch nichts vergessen. Da waren wir ja gerade eben. Dann laufen wir jetzt einfach mal straight in the zone. Nee. Hier ist alles easy. Ich höre auch gar keine Geräusche. Wir haben hier echt alle geholt. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Haben wir erstmal den geholt, dann Turn-On gemacht, ein paar Kills abgestaubt. So schmeckt das doch. Ich muss unbedingt meinen Monitor abwischen nach der Runde, ne? Es sind so viel Dreck hier überall verteilt auf dem Monitor. Immer so kleine schwarze Punkte und ich denke immer, da ist ein Gegner dann. Ach ja, der Daily Gaming Struggle eines Nerds. Oh, da ist er doch. Das ist echt ein Gegner, ne? Boah, Leute, ich schwör's euch. Ich dachte, das ist einfach so ein Staubteil auf meinem Monitor, aber das ist echt ein Gegner. Krass. Gut, den pushen wir jetzt mal direkt. Wir sind auch jetzt gleich schon in der Zone. Oh, sieht das schön aus hier mit dem Sonnenuntergang. Den in Real Life bekomme ich den ja in den letzten 2 Wochen gar nicht mehr mit. Aber wenigstens sieht man hier den Sonnenuntergang in Fortnite. Ist doch auch was Schönes. Einer ist hier auf jeden Fall irgendwo runtergesteppt. Er war genau hier. Wohin ist er jetzt gelaufen? Das ist die Frage. Da ist er. Neben mir ist noch einer. Du kleiner Frechfratz! Nein. Der eine aimt auf uns. Er läuft hoch auf den Berg. Okay, wir verstecken uns mal ganz kurz hier hinter der Tanne. Ein Typ ist da. Ah, da ist er, Leute. Vielleicht können wir ihn snipen. Ah, leider nicht erwischt, okay. Haben wir ihn? Nein. Oh mein Gott, ich hätte... Nein. Das ist gerade ein Struggle, Mann. Ich dachte, der eine Snipe-Schuss war 100% drauf. Wir sind in der Zone. Der hat doch irgendwas Blaues gejobbt. Vielleicht ist da ein Trank. Das wäre absolut Game-Changer. Wir haben schon 6 Kills. Können uns auf jeden Fall jetzt hier noch 2 Verbände. Dann haben wir noch 5 Stück übrig. Hier sonst sehe ich niemanden mehr. Schnell hier nach oben bauen. Aber sowas von. Bitte ist dann Trank. Bitte, bitte. Nein. Okay, noch eine blaue AR. Sonst noch Munition. Ist natürlich auch nicht schlecht. Noch Verbände. Okay, die brauchen wir aber jetzt nicht mehr. Haben wir jetzt wieder 15 Stück. Das ist mehr als genug. Müssen wir hier noch nachladen. Alles ist nachgeladen, Leute. Hier noch die Burster AR. Ich check mal ganz kurz von hier, ob hier
An der Seite noch irgendwo einer. Die können natürlich auch unter der Brücke sein, ne? Das kann auch sein, da unten im Tunnel. Sonst heilen. Sehe ich jetzt hier auf spontane Welle auch nichts. Zone wird wahrscheinlich so bei Salty enden. Ja, wir laufen da jetzt einfach mal straight hin, würde ich sagen. Boah, Alter, das war schon wieder so eine knappe Szene, ne? Mit so wenig Leben haben wir überlebt. Ich würde ganz gerne einmal kurz einen Blick unten in den Tunnel werfen. Hier scheint auch kein Gegner zu sein. Okay. Kurz hier in den Tunnel checken. Da wurden auf jeden Fall Treppen gebaut bei Tomato Town. Da oben. Ist das ein Auto oder was ist das? Ah, ich kann leider nicht im Scope springen. Okay, das ist nur ein Felsen. Ja, wir laufen jetzt einfach Richtung Zone. 20 Gegner leben noch. Alles entspannt. Kurz die Shotgun hier noch nachladen. Da hat sich einer eine kleine Base gebaut. Ich glaube, er ist aber schon weitergelaufen wegen der Zone. Weil die Base war ja komplett out of the zone. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie der eine Typ einfach unter der Tanne, unterm Baum gekämpft hat und er nicht auf uns geschossen hat. Gott sei Dank habe ich da ein paar Geräusche gehört. Sonst wäre das echt ein elendiger Tod gewesen von dem. Da landet ein Lootballon. Ich habe, glaube ich, links hier auch irgendwo einen Lootballon gehört. Treppen sind da auch gebaut, die haben die Container gelootet. Hier sonst an den Bäumen sehe ich auch niemanden. Ah, die Ruhe vor dem Sturm, wie man so schön sagt. Ja, da ist der andere Lootballon, den ich gemeint habe. Wäre natürlich dope, wenn wir da irgendwie hinkommen würden. Nein. Leute, ich wurde so hart angesniped. Ich weiß nicht von wo. Das ist gerade das Problem. Er hat uns echt einen guten Hit gegeben. Boah. Es war eigentlich eher so von der Fabrik irgendwo. Aus der Richtung. Wir haben jetzt wieder 75 Leben. Alles easy, okay. Beim Loot ist auch jemand, aber ich glaube, Leute, wir wurden von rechts irgendwo angehittet. Ich sehe ihn halt nicht. Die haben das Ding geöffnet. Verdammt, die Zone kommt. Wir müssen jetzt einfach langsam mit der Zone mitlaufen, würde ich sagen. Hier unten sah das gerade gar nicht gut aus für uns. Erstmal kurz abwarten und Tee trinken. Okay, wir laufen weiter. Ja. Ist der oben auf dem Baum? Der Typ ist oben auf dem Baum. Ich könnte wetten, der ist da oben auf dem Baum. Er hat doch da gerade Granaten von oben geworfen. Nein. Der muss oben auf dem Baum sein. Ich check's gerade nicht, ne? Wir brauchen einen besseren Spot. Da hinten läuft einer, aber es ist sehr schwierig, den jetzt zu holen. Okay, ich glaube, falls der echt auf dem Baum ist. Nein. Der hat, oh, er hat auch eine Sniper, Digga. Ich dachte, er hat uns nicht mal bemerkt. Boah, sind das hier Fights, Mann. Ich bin von seinem Schuss ausgewichen. Okay. Noch ein entspannter Hase hier. Wir müssen jetzt gleich in die Zone laufen. Das ist relativ weit entfernt auch. Da ist er. Jawohl, weg mit dir, Junge. Ich dachte schon, ich habe ihn mir eingebildet, aber er war es dann wirklich. Wir müssen unbedingt in die Zone laufen, Leute, sonst haben wir gleich wieder das Problem wie in der vorigen Runde. Das wäre gar nicht geschmeidig. Ich sag irgendwie in letzter Zeit so oft geschmeidig und schmackhaft, Digga, warum? Ich muss wieder zu meinem alten Wortschatz zurückkehren und immer belastend sagen. Wir gehen uns mal ganz schnell einen Verband. Okay,
Okay, die Zone ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Das sollten wir easy schaffen. Gucken wir mal, was der Typ hier noch gejobbt hat alles. Hier ist eine blaue Shoddy, eine lila Repetiersniper und noch Verbände. Okay, passt alles. Ja. Hoffentlich campt hier jetzt niemand. Ich hoffe, die Gegner sind jetzt auch schon in die Zone reingelaufen. Das wäre jetzt nicht so cool. Das wäre ziemlich belastend, wenn mir jetzt hier einer entgegenkommt, während ich hier in die Zone laufe. Da oben. Nein, ich habe meine... Nein, Digga, ich habe die Repetiersniper gedroppt. Ich brauche die unbedingt. Das ist echt wichtig. Verdammt, jetzt kriege ich deswegen ein bisschen Damage. Ach, für die Granaten habe ich sie liegen lassen. Was ist los mit mir? Anton, Anton. So, her damit. Oh, wir kriegen sogar nicht mal Damage. Perfekt. Boah, zum Glück habe ich es sofort bemerkt und nicht später. Das war noch hier am Limit. Oben auf dem Turm scheint niemand zu sein. Die Zone ist auch gerade relativ langsam. Von links habe ich einen Schuss gehört. Okay. Ja. Die schießen von links, aber sowas von. Ich wechsle mal lieber auf die Ziegelsteine. Die sind um einiges robuster als das Holz. Okay, ich bin hier eigentlich schon in der Zone. Ich warte mal ganz kurz. Weil die werden dann damit nicht mehr rechnen, wenn die Zone jetzt hier schon so nah an mir dran ist. Und ich dann direkt von da komme. No homo. So, vielleicht können wir die ja von hier spotten. Da im Gebüsch ist niemand. Die haben aber von der Richtung geschossen. Da hat einer gebaut. Oh mein Gott. Hätte ich ihn jetzt durch die Lücke geholt. Er ist genau da hinter dem Stein. Okay, wir laufen mal außen an der Zone entlang. 6 Gegner leben nur noch. Zone ist auch relativ nah. Was liegt da? Irgendwas golden. Oh, goldener Raketwerfer. Ich werde bekloppt. Nein, bleib stehen. Oh Gott, das war so knapp, ne? Er gönnt sich den Loot. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Da ist ein goldener Raketwerfer, Leute. Wir brauchen den unbedingt. Wenn wir den kriegen, haben wir das Game fast schon gewonnen. Der ist da drin, in dieser dreckskleinen Hütte, Mann. In diesem Bunker. Nein. Ja! Ich misse den leichtesten Shot EU West. Nein, er überlebt es auch noch. Das gibt's nicht. Er ist so One-Shot. Jawohl. 3 Gegner nur noch. Wir brauchen den Raketwerfer. Ich brauche die Verbände auch, Leute. Zur Sicherheit. Da ist... Oh mein Gott. Da ist noch ein goldener Raketwerfer. Ach, wir nehmen einfach 2, komm. Ganz ehrlich, wir bombardieren die jetzt richtig. So eine geile Runde wieder. Ich muss jetzt hier langsam laufen. Bitte werde ich nicht gesniped. Bitte nicht. Ich höre was. Okay, da vorne wurde was gebaut. Ganz entspannt jetzt. Wir können uns erstmal hier das Medikit gönnen. Es ist jetzt echt jeder Lebenspunkt wichtig. Puh. Okay, wir sind auch echt weit wieder entfernt von der Zone. Da ist irgendwas Lilanes drin, Leute.
kurz nachladen. Was ist denn das? Das ist ein Schlürfsaft. Wenn wir den kriegen, na, das ist ja so, das ist ja auch echt huge. Da liegt auch so viel Zeug rum. Wie machen wir das jetzt am besten? Okay, einer hat gesniped. Oben vom Berg, vermute ich. Einer könnte da natürlich auch im Haus sein, ne? Boah, da liegt so viel Zeug rum. Oh mein Gott. Wird er da drin sein, oder was? Chillt er da, oder was? Belastender Hase. Ich habe Angst, dass er da piekt. Da ist ein Trank. Da oben war er, oder? Ne, er baut sich hoch. Die schießen sich gerade gegenseitig ab. Ich glaube, ich kann mir schnell den Trank gönnen. Ja, die schießen sich gegenseitig ab. Leute, das ist unsere Chance. Da oben auf dem Berg ist dann niemand mehr. Okay. Hier habe ich hier noch Munition. Verbände. Eigentlich ein ganz entspannter Hase. Müssen gerade nur aufpassen, wo die sind. Verdammt, Leute. Müssen in die Zone. Wo ist der Typ? Warum kann ich hier nicht bauen, dieser scheiß Baum, Digga? Erstmal ganz entspannt hier den Baum fällen. Leben ja nur noch zwei Gegner. Wo chillen die, ne? Da ist einer. Der hat da hinten gechillt, Digga. Aber wo ist der andere? Das ist gerade die Frage. Wir machen erstmal. Da ist er, da ist einer. Einer ist oben, glaube ich. Wir haben so viel Raketenmunition, Leute. Wir machen jetzt hier alles kaputt, ganz ehrlich. Da ist einer. Er überlebt's! Ich glaube, ein Schweinchen pfeift! Weg mit dir! Jawohl! Wo ist der Letzte? Zone kommt. Ich glaube, ich werde verrückt. Sind wir in der Zone? Da ist er! Wir haben noch einen Schuss. Er ist hier rechts. Ja, let's go, Leute. Hier neben uns war sogar noch eine lila Ska. Was eine geile Runde. Holy shit, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.